Der Leitindex S&P 500 heute fast auf einem Allzeithoch, der DAX zwischenzeitlich über der 13.000er Marke. Aber dennoch war für viele heute der Handelstag nicht besonders erfreulich, besonders nicht für die vielen Robin Hooder, also jene amerikanischen Privattrader, die inzwischen bei dem größten Brokerunternehmen der USA, das die meisten Trades abwickelt, handelt. Denn das sind Trader, die, oder Investoren oder wie auch immer man sie nennen kann, die vor allem Momentum spielen, die also das kaufen, was ohnehin stark gestiegen ist, Eastman Kodak oder eben auch Silber. Und Silber heute schwer unter Druck, über 6% geht es da nach unten. Es ist aber insgesamt so, dass alles das, was vorher richtig gut gelaufen ist, was im Trend nach oben gelaufen ist, das stagniert oder fällt jetzt, während die Dinge, die vorher nicht so gut gelaufen sind, jetzt besser laufen. Das ist im Grunde ein Muster seit dem Freitag, ist also jetzt den dritten Tag der Fall und wir wollen uns mal im Einzelnen anschauen, was so passiert, was auffällig ist am Markt und beginnen mit den Robin Hoodern. Hier sehen wir deren Idol Dave Portnoy, der sagt, ja, ich habe heute 400.000 Dollar verloren, aber das ist ganz gut, weil dann kann ich noch mehr Aktien kaufen, weil die billiger geworden sind. Und es ist ja so, dass Aktien immer steigen. Das ist das Motto von Dave Portnoy, der eigentlich aus dem Sportwettenbereich kommt, aber in den USA inzwischen ein richtiger Star geworden ist, an dem sich sehr, sehr viele orientieren. Der hat vielleicht doch schlechte Laune, wir werden sehen. Und es ist vor allem Silber, das unter Druck gekommen ist. Silber zählt zu den Favoriten der Robin Hooder, der Momentum Trader, die eben sagen, wow, das ist super, da klinke ich mich rein, das steigt noch weiter, ist zwar schon massiv gestiegen, wird aber noch weiter steigen, aber wir sehen, jetzt geht es eben auch mal in die andere Richtung. Robin Hood selber übrigens hat kürzlich verlautbart, dass man jetzt die Daten nicht mehr öffentlich macht, was die Robin Hooder traden. Schade, denn das gibt schon ein paar Informationen, wieso der amerikanische Privattrader, wieso diese ganze Manie, Euphorie an den US-Märkten eigentlich funktioniert. Aber sei es drum, wir hatten auch Gold heute unter Druck und wir haben beim GLD, dem maßgeblichen Gold-ETF, heute den der war zur Eröffnung 4% im Minus. Seit es dieses ETF gibt, seit dem Jahr 2004, ist es erst das vierte Mal, dass das passiert ist. Also das Momentum, das lange da war, das ist jetzt erstmal durch eine doch etwas herbere Korrektur unterbrochen. Für Gold spricht manches, für Silber nach meiner Auffassung etwas weniger, aber sei es drum, jedenfalls hat man das durchaus bemerkt. Donald Trump hat dann getwittert, mit Blick vor allem auf den Dow Jones wahrscheinlich wieder und vielleicht auf den S&P. Donald Trump wählt sich gerade mal die Indizes aus, die gut laufen und derzeit ist es eben so, dass wir eine sehr große Differenz haben zwischen den US-Indizes, Dow Jones und Nebenwerteindex Russell 2000. Die laufen sehr gut. Der Nasdaq, der vorher super, super gelaufen ist, von einem Allzeithoch zum anderen Allzeithoch, der kommt nicht mehr so richtig mit. Als wir zuletzt auf solchen Niveaus waren, merkt hier Greekfire in seinem Twitter-Kommentar an, da hatten wir 12,5 Millionen Arbeitslose weniger, aber wen stören schon Arbeitslose, wenn die Märkte nach oben gehen? Wir sehen, dass Donald Trump jetzt nochmal neue Geschenke verteilen will. Er will die sogenannten Capital Gains Tax, will er abschaffen oder kürzen, Kapitalertragssteuer. Das würde bedeuten, dass die obersten 1% noch reicher werden, denn es gibt Modelle, Untersuchungen, die zeigen aus der Vergangenheit, dass bei Senkung der Kapitalertragssteuer 86% der dadurch gewonnenen, eingesparten Gelder eben die obersten 1% bekommen. Dabei hatte Trump noch vor einiger Zeit gesagt, ja, das bringt eigentlich gar nichts, aber wenn man schon beim Geschenke verteilen ist, warum nicht? Wir sehen, warum Gold heute gefallen ist, warum sozusagen die Bewegungen so sind, wie sie sind, dass die Anleiherenditen wieder steigen. Dementsprechend steigt auch die reale Rendite wieder, also die Renditen für US-Staatsanleihen oder andere Staatsanleihen minus Inflation. Da sind wir jetzt wieder unter minus 1% und wir sehen, wie stark zum Beispiel der Goldpreis mit dieser realen Rendite korrespondiert. Das ist weitgehend gleichlaufend. Gold ist heute noch stärker gefallen, als eben die realen Renditen gestiegen sind. Aber gleichwohl, es ist eben vorher ein Markt gewesen, der überkauft war. Man muss es schlicht so sagen. Im kurzen Zeitfenster spricht nicht fundamental gegen Gold insgesamt, aber eben im kurzen Zeitfenster stark überkauft war. Und dementsprechend muss man mal ausschnaufen. Morgan Stanley bringt das so ein bisschen auf den Punkt. Die sagen, also wir erwarten, dass die Renditen für Staatsanleihen nach oben gehen werden. Und wir haben Tech deswegen abgestuft von Übergewichten auf neutral, weil wir sagen, dieser Tech-Sektor ist besonders zinssensitiv. Daher also schon vielleicht diese Schwäche, die wir diese
vergleichsweise Schwäche in Relation zu anderen Indizes, die wir etwa bei den Tech-Werten in den USA sehen. Und deswegen auch hat man die Small Caps nach oben gestuft, also die kleineren Aktien, hat die Value-Aktien nach oben gestuft und eben Momentum, Growth nach unten katapultiert. Genau das ist das, was im Grunde seit Mittwoch passiert, seit Freitag passiert. Hier sehen wir mal in Relation den S&P 500 zum BIP der USA, schießt durch die Decke, noch nie erreichter Höchststand. Aber wenn wir das mal abgleichen zum Wachstum der Geldmenge M2, dann hält sich das fast noch in Grenzen. Ohne dieses Wachstum der Geldmenge wäre natürlich solche Aktienkurse angesichts der nach wie vor ja durchaus problematischen ökonomischen Situation wahrscheinlich nicht möglich. Insgesamt nach wie vor herrscht das, was man absolute Complacency nennt, also Vertrauensseligkeit. Es kann nicht schief gehen. Wir haben jetzt hier das Put-Call-Ratio. Also das Verhältnis zwischen Puts auf der einen Seite und Calls auf der anderen Seite haben wir, was den 50-Tages-Durchschnitt betrifft, auf einem Tief, so tief wie seit 20 Jahren nicht mehr. Normalerweise folgen dann Korrekturen, das ist praktisch ein bisschen kontraindikatorisch. Wenn keiner mit fallenden Kursen rechnet, dann kommen sie eben auch mal gerne. Wenn alle mit fallenden Kursen rechnen, dann kommen sie eben nicht, dann steigen die Kurse meistens. Dementsprechend vielleicht ein kleines Warnsignal. Kommen wir nach die Europa, kommen wir nach Deutschland, wo der DAX die 13.000er-Marke heute kurz hat überschreiten können, sie dann jedoch wieder unterschritten. Das lag wohl weniger am ZEW-Index. Da gibt es ja immer zwei Komponenten, einmal die aktuelle Lage und einmal die Erwartungen. Und die Erwartungen schießen weiter nach oben. Das ist die untere Grafik, das ist mehr als ein V. Aber die reale Lage, die aktuelle Lage ist nach wie vor bescheiden, beschissen, bismäßig, könnte man sagen. Da sieht man praktisch überhaupt gar kein V, was da der Fall ist. Also es ist diese massive Differenz zwischen Hoffnung auf der einen Seite und Realität auf der anderen Seite, die immer wieder ins Auge sticht. Übrigens sind zuletzt maßgeblich sehr, sehr viele Gelder in europäische ETFs geflossen, respektive in ETFs, die den europäischen Markt abbilden. Das erklärt vielleicht auch die Stärke des DAX oder die Outperformance des DAX. Insgesamt, wenn wir uns das Gesamtbild mal anschauen, Asset zu Asset, dann ist das Einzige, was noch relativ günstig ist, sind Commodities, sind also Rohstoffe. In Relation etwa hier zum Dow Jones Industrial haben wir ein Mehrjahrzehnt-Tief, also das war noch nie so billig in Relation zu den Aktien wie derzeit. Dafür gibt es natürlich Gründe, aber wenn Inflation kommt, wenn wirklich das kommt, was etwa die Futures, die Break-Evens, also die praktisch Inflationserwartungen traden, wenn das kommt, dass die Inflation anzieht, heute hatten wir auch schon höhere Erzeugerpreise in den USA, dann wären Rohstoffe natürlich vielleicht nicht der schlechteste Pick, nicht die schlechteste Auswahl, denn die steigen in der Regel, wenn die Inflation anzieht. Wir haben besondere, seltsame Entwicklungen auch in Hongkong. Da steigen einzelne Aktien 2000%. Das hat durchaus einen politischen Hintergrund, weil der Chef etwa von Next Digital, einem Medienunternehmen in Hongkong, das noch vergleichsweise unabhängig berichtet, bisher deren Chef aber festgenommen wurde. Und jetzt scheinen Oppositionelle diese Aktien massiv nach oben zu kaufen, um damit ein politisches Signal zu geben. Wir haben heute bei Finanzmarktwelt darüber berichtet. Hier sehen wir noch eine Grafik, die zeigt, dass möglicherweise das Wunder am Jobmarkt in den USA schon vorbei ist. Aber da vielleicht mal an anderer Stelle dazu, was wir hier uns anschauen, das ist der Silberpreis. In Stundenchart, alle Charts auf Stundenbasis und alle wieder mal von Capital.com, meine Damen und Herren. Wir sehen, das hat schon ein bisschen gerockt. Wir waren fast bei 29,20, 30 in der Zone, heute bei Silber im Hoch und sind jetzt eben nur noch knapp über der 27er Marke. Da ist also durchaus was passiert. Auch bei Gold ist es nach unten gegangen und jetzt vielleicht der Versuch einer Bodenbildung bei 1950 in der Zone, aktuell 1906. 46. Schauen wir uns den DAX an, der es nach wie vor schafft, über der 12.900er Marke zu handeln, aber eben nicht mehr auf dem Hoch, das wir gesehen haben. Hier sehen wir den Nasdaq, der in Relation zu anderen Indizes in den USA eben jetzt schwächer ist. Dieses Momentum ist raus, das vorher sozusagen Trumpf war. 11.037, der S&P jetzt nur noch ganz knapp unter seinem Allzeithoch. Das Allzeithoch war Intraday 3.393 und ein paar zerquetschte. Das Allzeithoch im Schlusskurs war, soweit ich das erinnere, 3.382. Vielleicht erreichen wir das noch, wären wir nur 9 Punkte entfernt. Und hier sehen wir noch abschließend den Dow Jones, der extrem bullisch ist derzeit oder extrem stark steigt.
Und da sehen wir bislang kaum eine Korrektur. Es geht wie an der Fahnenstange gezogen nach oben, anders als beim Nasdaq. Das bringt so ein bisschen diesen Paradigmenwechsel, der offenkundig jetzt der Fall ist, auf den Punkt. Raus aus Momentum, raus aus Growth, raus aus Wachstum, rein in die soliden Geschäftsmodelle, rein in die eher langweiligen Sachen, rein in die kleinen Sachen. All das, was vorher nicht gut gelaufen ist, all das, was vorher Momentum hatte, was Trend hatte, das pausiert jetzt. Und das, was vorher nicht so trendig und nicht so momentummäßig war, das geht jetzt nach oben. Das scheint derzeit das Muster an den Märkten zu sein. Und ich wünsche jetzt einen wunderbaren, hoffentlich nicht zu heißen Feierabend, meine Damen und Herren. Ich sage Servus und Ciao.